Das war also euer Onkel? Sehr gut. Ich dachte schon, er sei nur ein weiterer Schwindler, der sich für große Versprechungen bezahlen lässt. Er hat wohl nicht das nötige Geld, um für euren Einlass zu bezahlen, oder? Wir haben gerade mitgeholfen, euch das Leben zu retten. Zählt das denn überhaupt nichts? Wenn es nur nach mir ginge, würde ich euch einlassen. Aber es gibt zu viele Augen, die uns beobachten, zu viele Hände, die geschmiert werden müssen. Möchtet ihr meinen Rat? Wartet auf ein Schiff und hofft darauf, dass die nächste Stadt ihre Tore nicht auch schon geschlossen hat. Seid ihr Ethanril? Ihr müsst Gamlins Nichte sein. Interessant. Ich weiß nicht, was er euch über uns erzählt hat, aber glaubt mir, er hat uns einiges über euch erzählt. Und wie viel genau? Genug, um unser Interesse zu wecken. Vorausgesetzt, ihr werdet den großen Worten eures Onkels gerecht. Wie kommt es, dass ihr einer der Kontakte meines Onkels seid? So nennt er mich also? Nach seinem letzten großen Plan schuldet er uns etwas. Wenn ihr allerdings unsere Erwartungen erfüllt, betrachten wir diese Schuld als beglichen. Sagt mir, was wir für euch tun sollen. Es gibt einen Händler namens Caveral, ein Freund der Templer. Sie gestatten ihm, hier in der Galgenburg einen kleinen Laden zu eröffnen. Wir haben ihm Waren geliefert und wollten unseren Anteil, aber er will nicht bezahlen. Wir kommen nicht in seine Nähe, ohne dass er die Wachen ruft. Ihr jedoch schon. Besorgt uns unser Geld und ihr seid drin. Ich habe es euch doch schon gesagt. Mehr kann ich euch dafür wirklich nicht geben. Aber das ist alles, was wir haben. Alles, was wir mitnehmen konnten. Ich fühle mit euch, Sarah. Aber mehr kann ich nicht für euch tun. Wenn man uns nur in die Stadt lassen würde, könnte ich dafür das Dreifache bekommen. Ah, Myron. Das Geschäft ist beendet. Aber... Nun denn, was kann ich für euch tun, Sarah? Sie schien über euer Geschäft nicht besonders glücklich zu sein. Was soll ich denn machen? Soll ich etwa jedes Möbelstück kaufen, das diese Leute mit sich herumschleppen? Ihr meint Leute wie wir? Oh, natürlich nicht. Bitte verzeiht. Was ich meine ist, dass ich hier ein Geschäft führe. Ich bin keine wohltätige Einrichtung, so leid es mir auch tut. Ich schätze, euer Profit hilft euch über das schlechte Gewissen hinweg. Soweit ich weiß, seid ihr euren Geschäftspartnern noch etwas schuldig. Oh, ich verstehe. Soll ich die Wachen rufen? Noch nicht. Ich will mir das anhören. Ethanril schickt also euch, um das Geld einzutreiben. Ist sie zu feige, um es selbst zu tun? Möchtet ihr vielleicht übernehmen? Aber nur, weil es diese Kröte verdient hat. Entscheidet euch. Entweder ihr bezahlt oder ich prügle es aus euch und euren Männern raus. Hey, halt dich zurück. Nehmt einfach das, was ihr in der Truhe findet. Ihr könnt alles haben. Und jetzt verschwinde ich von hier. Sollen sich die Wachen doch jemand anderen suchen, der den Müll aus diesem Hundeland kauft. Das war's. Ihr hättet uns ruhig eine anspruchsvollere Aufgabe geben können. Sieh sich das einer an. Sagt eurem Onkel, dass wir uns um alles kümmern. Willkommen an Bord. Ich hätte niemals gedacht, dass ich darum betteln müsste, wieder nach Kirkwall eingelassen zu werden. Hattet ihr Glück?
Natürlich. Habt ihr etwa daran gezweifelt? Ich spreche mit Ethanrel, um herauszufinden, wann die Bestechungen abgewickelt werden können. Wartet hier. Ich schätze, wir haben es geschafft. Wir können hier bleiben. Zumindest für eine Weile. Warten wir ab, was geschieht, wenn diese Schuld abbezahlt ist. Ich wünschte nur, Bethany wäre noch bei uns. Und Wesley. Nun, das geht ja schon mal fantastisch los. Finden wir heraus, was diese Stadt sonst noch zu bieten hat. Somit begann das erste Jahr des Champions in Kirkwall. Von jenseits des Meeres kam die Nachricht, der Held Ferelden habe die Verderbnis besiegt. Doch Lothering war zerstört. Kirkwall war nun die Heimat des Champions. Also blieb sie und beglich ihre Schulden. Sie machte sich einen Namen in der Unterwelt. Es war ein arbeitsreiches Jahr und dann kamen die Kunari. Ein gewaltiger Sturm hatte ihr Schiff vernichtet und hunderte von Kriegern warteten in der Stadt auf ihre Heimkehr. Damals begannen auch die Probleme mit den Magiern. Die Templer waren unter Kommandantin Meredith enorm mächtig geworden. Doch das Wichtigste ist, ich lernte den Champion kennen. Nein. Bei Andras des Brustmensch. Wisst ihr eigentlich, wie viele Leute bei dieser Expedition einheuern wollen? Hört mal. Wir wissen, dass ihr in die tiefen Wege geht. Ihr werdet dafür die Besten brauchen. Nein. Und wir... Ihr kommt zu spät, das ist bereits erledigt. Das Geld aus dieser Unternehmung könnte alles in Ordnung bringen. Und ihr braucht uns. Wir haben schon gegen die dunkle Brut gekämpft. Hört mal zu. Selbst wenn ihr einem Oger mit bloßen Händen die Hörner ausgerissen hättet, würde mich das einen Dreck kümmern. Sorgt dafür, dass er es begreift. Immerhin laufen wir ja vor deinen verdammten Templern weg. Mein Bruder hat nicht ganz Unrecht. Und nur weil es von ihm kommt, ist es doch nicht weniger wahr. Oh, na vielen Dank. Also, was sagt ihr, Bartrand? Wir sind genau das, was ihr braucht. Ihr sucht nach einem schnellen Weg aus der Gosse, was? Ihr, genau wie alle anderen Ferelder in diesem Drecksloch. Sucht euch einen anderen Weg. Na schön, warten wir eben wieder darauf, dass uns irgendjemand ausliefert. Entspann dich. Immerhin sind es ja meine Templer, die hinter uns her sind. Habe ich mich so schlimm angehört? Beim Erbauer, ich verwandle mich schon in Gamlin. Gamlin, er weiß, wie dieser Schwachsinn funktioniert. Vielleicht kann er ja mit Bartrand reden. Er kennt ein paar Leute. Und nach letzter Woche brauchen wir alles Geld und jeden Einfluss, den wir kriegen können. Man fängt zwar mehr Fliegen mit Honig, aber Gamlins Mist könnte auch funktionieren. Nun, er hat uns in die Stadt gebracht, richtig? Was sollen wir sonst tun? Ich habe keine Lust, plötzlich in der Galgenburg aufzuwachen. Hey! Ich kannte jemanden, der einem alle Münzen aus der Tasche stehlen konnte, indem er einen einfach nur anlächelt. Du hast nicht genug Stil, um in der Oberstadt zu arbeiten, von der Händlergilde ganz zu schweigen. Du solltest dir vielleicht eine andere Beschäftigung suchen. Verschwinde! Sehr erfreut, Beric Tethras, zu euren Diensten. Ich entschuldige mich für Bartrand. Er würde eine Gelegenheit nicht mal erkennen, wenn sie ihm direkt ins Gesicht klatscht. Ihr aber schon?
Oh ja, was mein Bruder nicht begreift, ist, dass wir genau solche Leute wie euch brauchen. Er würde es allerdings niemals zugeben. Dafür ist er zu stolz. Ich hingegen bin eher praktisch veranlagt. Ihr seid Teil von Bartrons Unternehmung? So ist es. Die tiefen Wege wären zwar normalerweise nichts für mich, aber ich kann nicht zulassen, dass das Oberhaupt unserer Familie allein dorthin untergeht. Ihr könnt euch also vermutlich vorstellen, dass ich mehr als nur ein flüchtiges Interesse am Erfolg dieser Expedition habe. Wieso seid ihr euch so sicher, dass wir euch helfen können? Ihr wisst doch gar nichts über uns. Oh, ganz im Gegenteil. Ihr habt euch während des letzten Jahres einen beeindruckenden Namen gemacht. Die Coterie hat alle Schmuggler aus dem Geschäft gedrängt und ist jetzt als einzige Organisation übrig. Und das hat sie nur euch zu verdanken. Der Name Hawk ist dieser Tage in aller Munde. Nicht schlecht für einen Verrädner, der gerade erst hier angekommen ist. Ihr gebt euch ziemlich viel Mühe, nur um eine weitere Wache anzuheuern. Wir brauchen nicht noch mehr Tagelöhner. Was wir brauchen, ist eine Partnerin. Die Wahrheit ist, dass sich Bartrand den Bart zerrupft hat, um das alles selbst zu finanzieren. Aber er schafft es einfach nicht. Investiert in die Expedition. Wenn ihr 50 Souveräns auftreibt, kann er nicht ablehnen. Nicht, wenn ich da bin, um für euch zu bürgen. Warum solltet ihr euch für eine vollkommen Fremde einsetzen? Ich setze lieber auf jemanden mit eurem Ruf, als mich vollkommen unvorbereitet in die tiefen Wege zu stürzen. Und abgesehen davon wären wir eure Partner. Ich bin bereit, daraus ein wenig Vertrauen zu schöpfen. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr habt noch mehr zu bieten. Beispielsweise einen Vorschlag, wie ich so viel Geld auftreiben soll. Ihr müsst größer denken. Es gibt nach einer Verderbnis nur ein kurzes Zeitfenster, in dem es in den tiefen Wegen nicht vor dunkler Brut wimmelt. Mit dem Schatz, den ihr dort unten findet, könntet ihr und eure Familie ausgesorgt haben. Na komm schon, der Zwerg könnte recht haben. Nichts für ungut. Hör zu, du hast mit all dem angefangen. Und es ist eine gute Idee. Zumindest deutlich besser, als in der Galgenburg zu enden. Ihr und ich, wir arbeiten zusammen. Und ehe ihr euch verseht, habt ihr all das Geld, das ihr braucht. Was meint ihr? Was macht euch so sicher, dass ihr mir nützlich sein werdet? Es gibt in dieser Stadt niemanden von Bedeutung, den ich nicht kenne. Ich kann euch helfen, lohnende Aufträge zu finden. Und wenn ihr mich nicht dafür braucht, habe ich ja immer noch Bianca. Ihr habt eurer Armbrust einen Namen gegeben? Warum denn nicht? Sie ist eine echte Schönheit. So ist es doch nicht wahr, meine Süße. Na schön, ich habe gerade ohnehin nichts Besseres vor. Perfekt. Es gibt in Kirkwall jede Menge Arbeit. Legt einfach von jedem Auftrag ein paar Münzen zurück, dann habt ihr das Geld in kürzester Zeit zusammen. Natürlich, ganz einfach. Aber vielleicht hat Evelyn ja ein paar Kopfgelder, die wir uns verdienen können. Sie ist doch jetzt bei der Stadtwache, oder? Wir sollten uns etwas ungestörter unterhalten, wenn sich euch die Gelegenheit dazu bietet. Vielleicht im gehängten Mann? Wenn ich nicht gerade bei euch bin, findet ihr mich dort. Also los, machen wir uns auf die Suche nach ein wenig Ärger. Ah, die Oberstadt, wo die Reichen hingehen, um ihr Geld zu verprassen. Das hier ist eindeutig der beste Ort in ganz Kirkwall.